jetzt waren wir 2 Tage auf der Sonforka-Hütte. Eine der schönsten Hütten, die ich je gesehen habe. Super schön, wirklich alles toll. Traumhafte Zimmer, tolle Lage, tolle Terrasse. Und so entspannt, ganz wenig los. War wirklich toll. Jetzt fahren wir gleich wieder mit dem Sessellift runter, dann mit dem Bus ein bisschen weiter das Tal hoch und dann gehen wir Richtung Lavaredo-Hütte und dann sind wir auch in der Drei-Zinnen-Region angekommen und morgen steht für mich die Besteigung der großen Zinne zusammen mit einem Bergführer auf dem Plan. Das wird nochmal ein großes Abenteuer. Wir sind an unserem heutigen Ausgangspunkt, Startpunkt angekommen und laufen jetzt Richtung Lavaredo-Hütte. Die drei Zinnen sind hier auch schon immer mal wieder schön zu sehen. Und eins muss man sagen, nach dieser Wanderung von Berchtesgaden hier bis nach Toblach und auch die letzten 2 Tage jetzt am Monte Cristallo-Massiv, die so einsam waren. Jetzt sind wir mitten im Trubel angekommen. Hier ist echt so voll. Hier sind nur Autos, Menschen, Massen. Die nächsten Tage wird es halt echt voll, weil die drei Zinnen sind hier der Hotspot der Dolomiten anscheinend. Weil hier ist ein Stau, die Leute stehen schon auf der Straße. Die Polizei eskortiert jetzt gerade den Bus aus dem Stau raus. Der Wahnsinn in Dosen ist hier. Naja, wir haben jetzt eine schöne Route rausgesucht, die sollte ein bisschen abseits, ein bisschen antizyklisch der Massen sein. Wir haben jede Menge Zeit und steigen da jetzt gemütlich auf und hoffen, dass wir ein paar schöne Ausblicke bei bestem Wetter heute haben. Wir sind im Aufstieg Richtung Lavaredo-Hütte und eins haben wir wieder geschafft, den Massen zu entkommen. Wir haben die Einsamkeit wieder gefunden. Das haben wir echt drauf bei dieser Tour. Herrlich, so einsam. Wir haben jetzt so ein kleines Stück Alpinsteig vor uns, was zur Auronzo-Hütte führt. Es ist ein klein bisschen ausgesetzt, führt aber hier wunderschön um dieses Massiv drumherum. Da unten ist der Weg, da schlängelt er sich hier an der Wand entlang. Und was für eine Szenerie! Wow, im Herz der Dolomiten, endlich! Ungutes Wetter! Der Weg, den wir hier rausgesucht haben, ist teilweise noch nicht mal nur alpin, das geht sogar schon in Richtung Klettersteig, einfacher Klettersteig, macht aber richtig Spaß. Wir sind jetzt auch gleich hier rüber. Wir müssen jetzt noch da unter diesen Türmen, sage ich jetzt einfach mal, vorbei
Und dann da hinten geht's rüber und dann müssten wir auch einen guten Blick auf die Zinnen haben, die man da im Hintergrund ein bisschen sehen kann. Zwei der Zinnen. Und dann müsste man einen guten Blick aufs Plateau, wo auch die Aurunzo-Hütte ist, wo der Wahnsinn wieder losbricht, dann haben. Gut, weiter geht's. Wir haben gerade die Aurunzo-Hütte passiert und jetzt laufen wir hier mit den anderen Ameisen unterhalb der Zinn. Da ist die Ameisenstraße. Da lang. Richtung Lavaredo-Hütte. Das ist unser heutiges Tagesziel. Da werden wir übernachten und morgen früh um 6.30 Uhr werde ich da von Bergführer Martin abgeholt, um dann da hochzugehen. Ich bin gerade von Bergführer Martin angerufen worden. Er wird mich morgen früh um 6 Uhr werden wir uns da an der Kapelle treffen, weil von hier fängt man die Besteigung an. Ich nehme an, es geht da zwischen den zwei Zinnen durch diese Rinne erstmal nach oben. Wow, das wird ein Abenteuer.